Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Pasta Jeans and Living Dreams, die große Welt der Blogs. Ich habe euch heute wieder drei tolle Blogs ausgesucht, die ich absolut Wahnsinn finde. Ja, seid gespannt und bis gleich. In the crowd, you pass me by. Inside, I wanna shout it out, I'll tell you why. The whole world's gonna know I'm here. Als erstes ein Blog, der nicht so wirklich in eine Kategorie passt, aber das ist auch gut so, der Blog Liebesbotschaft, ich liebe ihn. Es ist wirklich ein ganz, ganz toller, ich nenne es jetzt mal Lifestyle-Blog. Ja, die liebe Joanna, die kann kochen, die macht Sachen selber, die hat ein super Gespür für Dekoration, ein tolles Gespür für Inneneinrichtung. Ich muss nicht dazu sagen, dass sie auch noch ein super Gespür für Mode hat. Wahrscheinlich kann diese Frau alles, aber dieser Blog ist der Hammer, er gefällt mir sehr gut. Es ist einer der wenigen Blogs, auf dem ich wirklich täglich lese, also ich gucke zumindest täglich rein, ob sie gepostet hat, weil mir die Bilder einfach so gut gefallen, die Ideen gefallen mir total gut und ja, ich liebe diesen Blog, Liebesbotschaft, wie der Name schon sagt, man muss ihn wahrscheinlich auch lieben und mögen und da habe ich euch heute ein ganz, ganz tolles Gericht rausgesucht, was super in die Kategorie Food passt und zwar ein thailändisches Gericht. Die Bilder, wie ihr sehen könnt, sind der Hammer, es ist super ansprechend. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wow, das muss ich mal meinem Mann kochen oder Gästen, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Idee. Und als ich das Rezept nachgekocht habe, habe ich gemerkt, es ist super alltagstauglich, es geht relativ schnell und es ist eins der wenigen Rezepte, die nicht vegetarisch sind und die es in mein, ja, in mein Video schaffen sozusagen. Weil ich habe das Ganze mit Räuchertofu ausprobiert, den habe ich schön toll angebraten und ich muss sagen, das Ganze war wirklich super lecker. Ihr könnt es natürlich auch mit Fleisch machen. Die liebe Joanna macht das mit Hähnchen, es sieht wirklich ganz, ganz toll aus und ich kann euch nur sagen, macht es nach. Man kann es super variieren und es ist ein Gericht, wahrscheinlich fürs ganze Leben, weil man es so vielseitig machen kann mit verschiedenen Gemüsesorten und ich bin einfach begeistert. Die Fotos sprechen für sich, klickt auf den Blog Liebesbotschaft. Ich habe euch alle Links für alle Blogs in die Infobox gepackt. Dort könnt ihr gleich weiterlesen nach dem Video. Und ja, da gibt es noch ganz viele tolle Posts zum Thema ja, Dekoration, zum Thema Mode und zum Thema Lifestyle. Klickt euch auf jeden Fall auf die Liebesbotschafterin. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Blog. Auch du wirst dort kleben bleiben, bin ich mir ganz sicher. Und ja, dieser Blog gefällt mir einfach super, super, super gut. Liebe Joanna, vielen Dank für die tollen Bilder und ja, bis später dann auf deinem Blog. Den nächsten Blog, den ich euch vorstellen möchte, führt uns in die Modewelt. Und zwar ist es ein ganz, ganz toller Blog, der heißt Ginger Vintage und ist der Blog von der lieben Andrea. Ein wirklich ganz, ganz toller Blog und es ist nicht nur ein Blog, sondern auch ein YouTube-Kanal, wo es praktisch rund um Beauty, rund um Mode und rund ums Leben überhaupt geht. Ich mag das sehr, sehr gerne, weil ihr Kanal ist sehr, sehr vielseitig. Sie berichtet über Ernährung, ja, sie macht Schokolade selber, sie kann sich ganz, ganz toll kleiden, sie macht Outfit-Videos, sie schminkt sich toll. Also ich finde auf ihrem Kanal immer ein Video, was ich super finde. Deswegen, ich mag die Kombination auch aus Blogging und aus YouTube. Finde ich total cool. So kann man die Leute, die posten, mich auch mal in Natura sehen. Das mag ich persönlich ganz, ganz gerne. Und ich mag von der lieben 007 Morgenstern, so heißt auch ihr YouTube-Kanal, mag ich den Stil total gerne. Sie steht sehr auf Vintage-Mode und das könnt ihr, glaube ich, jetzt auch in den Bildern sehen. Ich habe hier einen Post rausgesucht, den ich wirklich wunderschön finde. Das Kleid ist wirklich ganz, ganz toll. Ich liebe diese Farbe und ich liebe auch diesen Look. Und ich finde, für den Frühling ist diese Farbe total schön. Und ich liebe auch die Kombination aus diesem Kleid und aus Lederjacke. Also ich hätte auch gerne, super gerne dieses Kleid. Und ich
bin jetzt schon auf der Suche nach dieser Farbe und nach diesem Look. Und ich muss sagen, wenn ich dieses Kleid finde, dann werde ich es garantiert mit einer Lederjacke kombinieren, weil ich mag das total gerne. Und ihr könnt auch die Bilder nochmal sehen. Klickt auf jeden Fall mal rauf auf den Blog Ginger Vintage oder geht auf ihren YouTube-Kanal 007 Morgenstern. Wirklich fantastisch. Ein Blog aus Österreich. Ich meine, sie ist ehemalige Hamburgerin. Das finde ich auch total gut. Sie ist jetzt nach Wien gezogen und berichtet jetzt aus dieser schönen Stadt. Auch nicht schlecht. Deswegen kommt dieser Blogbeitrag jetzt aus Wien praktisch. Und ich würde sagen, ja, habe ich schon gesagt, reinklicken ist klar. Alles findest du in der Infobox und weiter geht's. Als nächstes möchte ich euch einen Wohn- und einen Interieurblog vorstellen, den ich wirklich ganz, ganz toll finde. Ja, der Blog, der kommt direkt aus Österreich und heißt Wiener Wohnsinn. Ich mag diesen Blog sehr, sehr gerne und der ist von der lieben Melanie. Und ja, vielen Dank Melanie, dass du mir die Fotos zur Verfügung gestellt hast. Ihr könnt hier ihre Deko für ihr Wohnzimmer sehen, was ich total toll finde, diese schönen Farben. Und ja, ich kann euch diesen Blog einfach nicht vorenthalten. Dieser Blog ist der Wahnsinn in Sachen Deko, in Sachen, ja, praktisch InDesign und Styling der Wohnung. Ist das wirklich der Hammer? Ich habe mich da durchgeklickt und ich muss bloß sagen, wow. Also diesen Stil mag ich sehr, sehr gerne. Und vor allen Dingen mag ich auch total gerne momentan die Farbe Mint. Und ich muss sagen, ich sehe es wirklich auch überall, dass alte Stühle oder alte Hocker wirklich Mint, also von Weiß auf Mint getrimmt werden. Und ich liebe das und ich finde es wirklich ganz, ganz toll, was sie mit Dekoration aus ihrer Wohnung macht. Und das kann man ja mit wenigen Handgriffen, kann das ja jeder. Es gibt ja überall tolle Deko zu kaufen, die auch überhaupt nicht teuer ist. Und so kann man nach und nach sich zu Hause ein kleines Paradies schaffen. Und ich muss sagen, Melanie hat es wirklich geschafft. Das sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Und wie ihr wisst, liebe ich ja die Farbe Weiß, weil man sie halt so toll als Grundierung nehmen kann der Wohnung und somit mit Accessoires und mit tollen Kissen und mit Kerzen und mit was es auch immer Schönes gibt, aufpeppen kann. Und ihr Stil gefällt mir total gut und ja, ich finde, diese Wohnung sieht aus, als wenn man da gleich einziehen würde. Man würde sich gerne bei der lieben Melanie auf die Couch hauen und nach einem Kaffee fragen. Diese Wohnung ist einfach so schön. Und ja, lieben Dank nochmal, Melanie, für die tollen Bilder, die du mir zur Verfügung gestellt hast. Finde ich wirklich klasse. Also klickt auf den Blog Wiener Wohnsinn. Der ist wirklich toll. Ja, ich kann dazu nichts mehr sagen, als dass es super toll ist, als dass die Bilder super sind. Und das ist ein Blog, auf dem ich wirklich auch sehr, 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 sehr oft bin, weil ich hole mir immer Inspiration in Blogs. Und ja, einfach der Wahnsinn. Du wirst es genauso mögen wie ich. Geh mal rauf, tolle Einrichtungstipps. Und wahrscheinlich möchtest du danach gleich wie ich losrennen ins nächste Geschäft, ins nächste Deko-Geschäft und einfach ein paar neue Sachen kaufen. Aber denk dran, man kann auch vieles selber machen und man muss gar nicht, finde ich, immer so viel Geld dafür ausgeben. Und ja, hab Spaß auf diesen Blogs, die ich dir jetzt in die Infobox schon getan habe. Da kannst du nämlich gleich weiterlesen. Und wenn du noch mehr Videos von Lady Landrand haben möchtest, gar kein Problem. Klick dich hier auf die letzte Folge Pasta Jeans and Living Dreams. Hier oben geht es gleich zu anderen Videos Lifestyle mit Lady Landrand. Hier unten klickst du dich direkt in die Küche. Da koche ich viele Rezepte. Auch sehr, sehr leckere Sachen sind dabei, muss ich sagen. Also dieser Schokoriegel, den ich neulich mal gemacht habe, der wird jetzt hier wöchentlich, ja, wöchentlich gemacht und auch gegessen. Ja, geht auf die Hüfte, aber macht glücklich. Und hier unten geht's zum Yoga. Nach viel Essen kannst du dich dann gleich mit Yoga-Übungen vergnügen sozusagen, damit wir auch alle fit in den Frühling kommen. Und wenn du dann noch möchtest, dann klickst du dich hier oben auf meinen Zweitkanal Mutter Landrand. Ein Kanal nur für Mütter. Dort gibt es, ja, Kinderküche, Yoga für Mütter und noch andere Lifestyle-Tipps. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Sonntag. Geh auf die Blogs, lese dich durch und ja, hab Spaß. Bis bald. Tschüss.